Wie gesagt, die Bücher draußen beim Büchertisch, teilweise unter, dem, unter demselben Titel. Ja, puh, ganz schöne Vorgabe für die Diskussion. Ich habe viel wiedergefunden bei mir, die Freunde. Ja. Dann auch zum Beispiel, was wir erlebt haben. Na, ich hole mir alle Leute auf die Bühne. Äh, Stefan Homburg ist schon da natürlich. Äh, Roland Thüringer, bitte. <laughs> Aber Roland vielleicht daher, weil die beiden Jungs dürfen wir nicht trennen. Und Lukas und Thomas von Nullpunkt. Wie gesagt, die daniela der pfeiffer hat kurzfristig abgesagt. Ob stimmt, dass er krank ist? Also ich möchte das gar nicht bewerten. Ich glaube, wenn ich mir umgekehrt vorstelle, neben Klenk und so weiter zu sitzen in so einer großen Runde, wäre das wahrscheinlich auch nicht wahnsinnig spaßig. So, wie fangen wir fang mal an? Roland, fangen wir mit dir mal an. Ich habe dich... So wie befürchtet? Ja, jetzt ist ja neben mir. Ich habe dich zwangsläufig beobachtet, wie du sozusagen auch das Hirn gearbeitet hat. Ich glaube, die Christine hat sehr viel, sehr viel bei uns jetzt irgendwie von Dingen, die wir eh irgendwie wissen, aber wenn man das jetzt einmal so reflektiert, ja genau, pf, welchen Weg gehen wir jetzt? Was hat das bei dir bewirkt? Weil ich glaube, ich kenne uns ja auch privat ganz gut, du bist jetzt nicht unbedingt ganz positiv, was so unsere, unsere Welt so betrifft. Unsere Welt. Ja, was weil, ist weil, unsere weil ist, unseres? ist es ja. unsere Welt? Oder? ist ganz ja. was. Also, ich bin der Christine sehr dankbar, weil ich mir schon gedacht habe, das, was ich alles zu sagen hätte, wirklich das unter. Jetzt brauche ich nur meinen Teil sagen, weil du eh schon ganz viel davon gesagt hast, was ich auch gerne gesagt hätte. Äh, ich gehöre, Martin, äh, zu der sechsten Gruppe. Die Gruppe zur sechsten Gruppe. Ja, die sechste Gruppe ist die Gruppe, die gegen die Maßnahmen war, nicht mitgemacht hat, aber keinen Schaden dadurch gehabt hat. Äh, das ist eine sehr glückliche Situation. Das liegt daran, dass ich schon vorher, viele Jahre davor, sehr an mir gearbeitet habe und so also die Welt rund um mich beobachtet habe, weil das auch äh, mein Beruf ist, also Menschen und das Verhalten von Menschen einfach beobachte. Und ich habe mir gedacht, irgendwas läuft da falsch und ich muss mich darauf vorbereiten, dass irgendwann einmal etwas sehr Komisches passieren wird. Ob es jetzt schleichend langsam passiert oder ob es dann bumm ist, das weiß ich nicht. Daher war ich relativ gut vorbereitet. Und ich bin sehr, sehr überrascht gewesen, dass so viele Menschen im, bitte, in meinem Freundeskreis dann überrascht waren über das, was jetzt gerade passiert. Weil ich habe gesagt: Wo wart hier die letzten 20 Jahre? Was habt ihr geglaubt, was passiert? Ja? Also für mich war das keine Überraschung. Und du musst sagen, wann ich aufhören soll zu reden. Äh, ja, die ersten Aufstellungen gehen. Ja, und jetzt möchte ich da vielleicht bei der Christine weitermachen. Ja? Wir, sind, wir sind lebendige Wesen. Ja? Wir sind Leben inmitten von anderem Leben das Leben will. Und egal was das für ein Lebewesen ist, ja, es möchte seine Situation immer verbessern. Sprich: wir alle handeln aus Eigennutz. Das ist meine Erkenntnis über mich selber, das ist aber jetzt nichts Böses, wenn man aus Eigennutz handelt, das ist vollkommen klar und verständlich. Und warum wir in diese Situation geraten sind und warum halt Menschen so funktioniert oder anders funktioniert, haben, hängt glaube ich damit zusammen, dass jeder einfach aus Eigennutz handelt. Und wenn ich in einem System drinnen bin, in einer Art zu denken drinnen bin, wo das alles, was hier passiert und erzählt wurde, ja, für mich stimmig ist, äh, dann werde ich da mitmachen, weil ich handele aus Eigennutz. Also es gibt nicht für mich, weil ich bin von OE24 vor interviewt, interviewt worden, die, bö, die bösen Medien und, und so, und so. Nein, es gibt keine bösen Medien, es gibt Menschen, die bei Medien arbeiten und die sind in Abhängigkeitsverhältnissen. Man weil ich nicht die Kraft habe, weil ich schon Vorarbeit geleistet habe, um dann nicht mitzumachen, dann werde ich mitmachen müssen. Darum kann man dann auch nicht böse sein. Also darum finde ich das vollkommen richtig. Wir dürfen jetzt nicht die, die halt anders waren, äh, ja, verurteilen. Zugleich aber... Gilt für mich, dass ich, was die Spaltung betrifft, auch total bei der Christine bin. Ich finde die Spaltung super. Ich finde sie wirklich super. Es hat sich für mich so viel geklärt. Gott sei Dank sind viele Menschen, mit denen ich eh nicht so wollte, die sind eh von selber verschwunden. Und das. <laughs> das. Und eine Spaltung bedeutet ja nicht, dass man was verliert, sondern dass man eine neue Verbindung eingeht. Weil, wenn ich mich spalte von etwas, dann muss irgendwo was sein, wo ich eine neue, jetzt sage Heimat, ein Begriff, aber einfach wieder wo dazugehöre. Und entschuldige, seid, das, das, dieses, diese Meer, das seit Corona, die Spaltung. Ja, früher haben sie uns Wann waren wir die mal, wo der, wo der Van der Bellen und der Hofer in, in der Endrunde waren? 2016 16, 16 war so glaube ich wurde es ja. Da war der große Tenor um Gottes willen, die Gesellschaft ist gespaltet, weil die rechten und linken Ränder jetzt plötzlich den Bundespräsidenten stellen. Nein, umgekehrt, weil die Gesellschaft gespalten war, ist es dazu gekommen, dass die zwar und die Spaltung in meinen Augen ist, es gibt zwei Gruppen, es gibt eigentlich nur zwei Gruppen. Es sind die für diese das System, so wie es ist ausgeht manchmal vielleicht gerade noch ausgeht und dann gibt es die, für die geht es sich ja nicht mehr aus. Jetzt, äh, vielleicht geht es sich ja so nicht mehr aus, vielleicht geht es ja mental nicht mehr aus, aber die sagen, nein, nah, das geht sich ja nicht mehr aus. Und natürlich versuchen die, für die es sich noch gerade ausgeht, dieses System irgendwie trotzdem weiter zu be bedienen und am Leben zu erhalten. Ne? Und ich glaube, dass ja eigentlich diese Corona-Pandemie, so furchtbar das auch war für viele Menschen, trotzdem auch viel geklärt hat, äh, viel Positives gebracht hat. Ich, mit Christian Schubert, den kennt ihr vielleicht, ich, bei, bei einem Bier, glaube ich, war es, oder er hat, glaube ich, mehr getrunken. Äh, in Innsbruck haben wir gesagt, das war eigentlich eine geile Zeit. Es war wirklich eine aufregende Zeit. Bei allen Unangenehmen, es hat einfach was gehabt und eine Kraft gemacht und hat mich als Mensch weitergebracht. Vielen Dank, Olaf. Tschüss. Für unsere deutschen Gäste, wie wisst ihr alle, wer Ola Thüringer ist? Also, glaub, du übersetzen musst, fragst du ah, jetzt. Also, also für die deutschen Gäste, und du ist sozusagen einer der Top 3 Kabarettisten seit 40 Jahren, also ein, ein österreichischer Kabarettstar. Bin ich noch Star, hinten gerutscht oder was? Nur ja, mehr Platz drei? Alter, Al, ah, ja. das kenne jetzt nur Resetarits oder ich so von, von. Also da ist für uns die Nummer eins. <laughs> Professor Homburg darf gleich weitermachen. Ich habe Sie auch auf der Bühne ein bisschen beobachtet, so wie das Hirn gerattert hat. Und wir waren da jetzt, glaube ich, da ziemlich dabei, weil ich glaube, auch ich wusste nicht, was im Vortrag kommt. Wir haben jetzt alle nicht so damit gerechnet, dass uns jetzt auch noch sozusagen ein bisschen der Spiegel vorgehalten wird, sehr produktiv. Wie, wie haben Sie den, den Inhalt der Macht empfunden? Die frage, die verstehe ich verstehe jetzt nicht. Nein, ich, sage, ich sage zum Beispiel, <laughs> Passiert mir selten, aber <lacht> <lacht> bevor ich jetzt irgendeinen Blödsinn daher rede, <laughs> frage ich lieber nochmal. Naja, also wir sind ja eigentlich da mittlerweile eine Community quasi, die da gleicher Meinung sind und der Feind ist da draußen und jetzt wurde uns doch irgendwie erklärt, dass wir auch ein bisschen sozusagen ja ach so okay <laughs> nee, also das sehe ich sowieso nicht so ja. also ich habe mal Philosophie studiert und habe mehr so ein stoisches äh, und es durchschaut Art die Welt was zu dem. Also irgendwie, da sind die Feinde und hier ist, wie, das ist doch alles ein bisschen äh, archaisch irgendwie. Äh, Würde ich nicht äh, so sehen. Also ich kann dem, was äh, da vorgetragen wurde, mit einer Ausnahme ähm, sehr zustimmen. Die Ausnahme will ich aber auch nennen, denn wir sind ja hier nicht äh, öffentliches Fernsehen, fünf Stühle, eine Meinung, sondern man soll ja auch mal eine Gegenmeinung formulieren können. Und, und das ist ähm, ihre, ihre Behauptung, äh, dass jemand oder dass die Macht will, dass wir konsumieren. Das würde ich genau umgekehrt sehen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist es ein so starkes äh, in uns steckendes Bedürfnis zu konsumieren, da braucht sich eigentlich gar keiner bemühen. Ne? Äh, wir, wir wollen unserer Natur nach, und teilweise ist das auch überlebenswichtig, konsumieren. Und weil wir konsumieren wollen, sind wir bereit, zum Beispiel Chefs zu ertragen, die wir nicht gut finden. Manche sind auch bereit, Banken auszurauben, weil man dann etwas mehr konsumieren kann, wenn das klappt. Ja, also da muss sich keiner darum kümmern. Ich würde sogar sagen, dass, dass bestimmte Oligarchen eigentlich daran interessiert sind, dass wir weniger konsumieren. Und zwar, solange wir konsumieren, meine Damen und Herren, sind wir doch frei. Und keiner weiß so genau, was wir konsumieren. Die Moden sind doch sehr verschieden. Wir kaufen vielleicht dies und vielleicht jenes. Wenn ich jetzt Oligarch wäre, ja, dann würde ich sagen, es ist viel besser, ich mache Stimmung, dass es einen öffentlichen Notstand gibt. Und für den müssen die Leute dann bezahlen mit Steuern und Beiträgen. Und dann können sie weniger konsumieren. Und der Staat hat das Geld. Und jetzt muss ich mir nur noch ein paar Freunde machen beim Start und dann landet das in meiner Tasche. Na, wenn man bedenkt, was 2019 schon alles an Pandemievorbereitungen gemacht wurde. Wie, wie, wie geht es da äh, bei Biontech, einer Firma, die noch nie ein Produkt hatte, die immer nur Verluste gemacht hat, mit großem Geld eingestiegen ist. Und schon, äh, er, er muss doch irgendwie vorausgesehen haben, dass er äh, ein halbes Jahr später zur besten Sendezeit im öffentlich-rechtlichen Sender zehn Minuten spendiert bekam, um uns zu erklären, dass wir alle geimpft werden müssen. Also ich glaube, dass sowohl beim Thema Corona als auch beim Thema Krieg, als auch vor allem beim Thema Klima, die Oligarchen wollen, dass möglichst viel Geld vom Staat ausgegeben wird. Deshalb gehört auch zu jedem dieser Problemfelder eine bestimmte Staatsausgabe. Der Staat muss aufrüsten und äh, Militärhilfe leisten. Der Staat muss irgendwelche, äh, also muss irgendwie das Weltklima beeinflussen. Ich weiß nicht so genau, wie ich diese Sekte wiedergeben soll. Äh, und, und, und der Staat muss, muss Impfstoffe kaufen. Ja? Kann er ja alles machen. Aber in jedem Fall, wo der Staat, das darauf bestehe ich als Ökonom, das nennt man äh, Ressourcenbeschränkung. In jedem Fall, wo der Staat mehr ausgibt, geben die Bürger weniger aus. Das ist ja auch das, was uns in Deutschland und Österreich als den beiden weltweiten Underperformern im Moment so ärgert. Ne? dass wir jahrelange Stagnation haben, dass Abgaben und Steuern immer weiter steigen, die Einkommen aber meist schwächer als die Inflation, so dass wir in Deutschland, die österreichischen Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber bei Ihnen ist es ähnlich schlimm. Aber in, in Deutschland äh, haben wir seit 2018 praktisch keine Zunahme des Pro-Kopf-Einkommens mehr und das ist einmalig in der Nachkriegsgeschichte. Und ich führe das zum Teil darauf hinaus dass eben durch eine gezielte Stimmungsmache immer mehr öffentliche Bedarfe, Militär, Impfstoffe und irgendwelche Klimaschutzmaßnahmen propagiert werden, die dann erforderlich machen, dass wir mehr bezahlen und weniger konsumieren. Haltest du das aus? Ja, ja. ja, 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 ja. Nein, nein, du wir die gemütlich ja. du, 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 du durch. Also, jetzt quasi euch, euch beiden. Wie, wie ist euch gegangen da unten? Wie, wie ist der aktuelle Stand der Technik? War dann doch noch irgendwie super. Also Wirklich super. Großartig. Ja. In Lukas tut sowas halt weh, weil er so vor der Lösung sucht und dann nervös unten rumkriegt. Ich habe gesagt, jetzt trägt mal Bier. Ja. Hören hör wir uns die Vorträge an, da lernen wir noch was. Ja. Red man eben über Technik. Und, und, nein, und ich muss auch sagen, Frau Bauer Jelinek, es war so interessant, jetzt unten zu, äh, zuzuhören, weil ich zum Lukas immer gesagt habe, so, die redet von uns, die redet von uns, die redet von schlechten Witzen, ja, die von schlechten Witzen und ich redet von Meinung, äh, Meinung sagen. Ja? Und ich muss auch dazu sagen, ich, ich bin sehr dankbar, dass ich da eingeladen bin, aber ich bin ähm, intellektuell kann ich da nicht mithalten. ja, Und und ich muss aber auch sagen, ich bin, ich bin, ich bin aber auch sehr dankbar, weil ich, ähm, und eben das mit dem Recht haben und, und die andere Seite oder so, weil ich sagen muss, das schützt mich, das schützt mich davor, rechthaberisch zu sein, weil ich weiß, dass ich auch eh nicht. ja eh erinnert. Ich bin dann, ich bin dann, ja. Danke. Und ich weiß sogar nicht, wie das passiert ist, Lukas, dass wir wie man diese videos machen den wir machen auch auf youtube wir setzen